Hi Leute und herzlich willkommen beim Photoshop Arts Quick Tip! Richtig, heute geht es um folgende Sache und zwar die neutrale Kontrastansicht in Photoshop eines Artworks, eines Bildes, je nachdem, was ihr gerade drinne habt. Und zwar, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, man guckt sich gerade ein Bild an und man denkt sich, aber irgendwie, wo ich mir das gerade in der Vorschau angezeigt habe, sei es bei Windows Vorschauanzeige, da sah es aber anders aus als in Photoshop. Das liegt an dem Hintergrund hier, hinter dem Artwork. Und zwar, wo, wenn wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen, sehen wir können grau, schwarz und benutzerdefiniert auswählen und halt eine eigene Farbe. Beziehungsweise, wenn wir eine eigene Farbe auswählen, kommt es bei benutzerdefiniert rein. So, um euch das eben kurz zu erklären, würden wir jetzt einen schwarzen Hintergrund haben, nimmt unser Auge dieses Schwarz mehr wahr, als es als weiße Bereiche. Und deswegen denkt unser Auge, okay, hier an den Rändern ist es dunkler. Logisch, es ist da ja auch dunkler, aber es ist dunkler als im Normalzustand. Bisschen komisch, aber es ist so. Würden wir jetzt hier beispielhaft ein Weiß reinnehmen, würde unser Auge denken, jetzt in der Mitte ist es heller als normalerweise. Das liegt wirklich nicht, weil wir das falsch eingestellt haben, beziehungsweise klar, wenn wir falschen Hintergrund haben, liegt es daran, aber es liegt wirklich an unserem Auge, weil es denkt, okay, hier hinten ist überall weiß und dadurch, dass es so viel weiß ist, denkt unser Auge, okay, ich muss jetzt noch mehr weiß irgendwo reinproduzieren. Mein Tipp an euch ist, einfach eigene Farbe auswählen, zieht den Regler auf weiß oder schwarz und klickt dann bei B, bei der Prozentanzahl, einfach 50% ein. Dann haben wir nämlich ein neutrales Grau und nun haben wir das so eingestellt, dass unser Auge nicht mehr so leicht sagen kann, okay, ja, da ist mehr schwarz als normal und da ist mehr weiß als normal. Das ist jetzt nämlich genau die perfekte Einstellung, die man haben kann. Das war's wieder von mir. Euer Jamie von Photoshop Arts. Haut rein, Leute. Schaut bei Facebook rein. Und ja, also bis dann, ne? Ciao.